Tut mir leid, dass ich euch alle so früh am Morgen anschreibe. Es scheint, als würde mein Vater eine dringliche Pressekonferenz abhalten. I guess Okumura finally had his change of heart. Ich schätze, Okumura hat endlich einen Sinneswandel. That has to at least lift some das sollte den Last von Harus Schultern nehmen. Echt jetzt? Glückwunsch! Und wann soll die stattfinden? 20 Uhr heute Abend. Ob er dort wohl von den mentalen Infarkten sprechen wird? Wo sollen wir uns das ansehen? Warum treffen wir uns nicht vorher? Hört sich gut an. Ich sehe keinen Grund, sich zu treffen, aber ich sehe auch keinen, sich nicht zu treffen. Wie hört sich das nach der Shujin-Akademie an? Ich habe da oben tatsächlich was zu erledigen. Klingt gut. Muss Jahre her sein, dass ich da oben war. Warte, die Schule? Futaba, du solltest durch den Vordereingang reinkommen. Wir sehen uns nach der Schule dort. Hm? Wait, where's Yusuke? Marv, please. Please, die Spoiler. Moment, wo steckt Yusuke? Wenn er jetzt noch schläft, kommt er definitiv zu spät zum Unterricht. Ach komm, ja, ich weiß, Persona 5 ist lange her, die Story, bla Keks. Trotzdem. Tropfdem. Noch eine Woche bis zu den Prüfungen. Hoffentlich habt ihr dieses Halbjahr regelmäßig gelernt. Aber kommen wir zu etwas anderem. Okumura Foods war in letzter Zeit ein brandheißes Thema. Ja, trotzdem. Also bitte. Die mediale Berichterstattung muss mindestens 10 Millionen Yen wert sein. Ich dachte zuerst, dass der Aufschrei eine ausgeklügelte Marketingkampagne ist. Aber das kann wohl doch nicht sein, denn der Ruf der Firma leidet schon extrem. Werbung und das öffentliche Image sind für eine Firma wichtiger als alles andere. Kennt ihr den psychologischen Test, bei dem diese Bilder zur Verwendung kommen? Es geht darum, diese beiden Formen anhand ihres Aussehens einen Namen zu verleihen. Kudos-san. Und Leute wurden gebeten, eine dieser Formen Boba und die andere Kiki zu nennen. Welcher Name wurde am häufigsten für Form B gewählt? Boba. This is it. Yes. Alles, was länger als 2 Jahre auf dem Markt ist, hat spoilertechnische Narrenfreiheit. Hey, hey, vielleicht läuft die Story hier in Royal ja anders ab als im Original Persona 5. Und dann ist das noch keine 2 Jahre her. Ich weiß es nicht. Stimmt, genau. Nope. Jetzt hast du mich gespoilert. Nein. Gut, gut. Ich bin stark davon ausgegangen, dass es genauso abläuft. Aber... Nö. Stimmt, genau. Die meisten hatten Form B Boba und Form A Kiki. Und scharfe Laute wie K und T sind mit spitzen Bildern verbunden. Einer Theorie zufolge werden Klänge und Formen in derselben Region des Hirns verarbeitet. Und dieser Sinn ist überall auf der Welt gleich, egal in welcher Sprache, das Ergebnis ist gleich. Wow, wirklich? Kudos können wirkt richtig klug, oder? Nice going. Man, du musst schon richtig klug sein, wenn du das beantworten kannst. Spoiler noch, hätte alle Social Links enden bei Level 10. In der Theorie wäre das tatsächlich ein Spoiler, wenn ich nicht schon anderweitig gehört habe, dass der Kasumi Social Link doch noch weitergeht. Beziehungsweise, wenn ich nicht schon gehört hätte, dass man sie daten kann, und dadurch quasi gespoilert wurde, dass der Social Link weitergehen muss. Beziehungsweise der Confident Rank. Ist ja kein Social Link in 5. Ne? Das gleiche Prinzip gab es bei Adachi in P4 auch schon. Ich habe den Adachi Social Link
in Golden nicht so weit gelevelt gehabt. Tatsächlich. Weil ich nicht gecheckt habe, dass ich nur sehr wenig Möglichkeiten habe, um den zu leveln. Das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen und ich muss das dann für meinen zweiten Golden Playthrough machen, also für meinen New Game Plus. Was ich noch nicht gemacht habe, weil ich will erstmal Persona 5 Royal durchhaben. Adachi, Best Boy, Adachi ist ein Vollidiot. Und der Täter. Also ja, er ist halt ein Vollidiot, damit man nicht auf ihn als Täter kommt, aber ne. Ich mag Adachi nicht. Nein, nein. Nach deiner eigenen Logik. Ne? Persona 4 und Persona 4 Golden sind deutlich, deutlich älter als Persona 5. Das ist kein Spoiler. Der Name eines Produkts vermittelt uns ein Bild, schon bevor wir das Produkt benutzen oder kaufen. Big Bang Burger zum Beispiel. Die kurzen, stimmhaften Konsonanten und kurzen Silben hinterlassen einen Eindruck. Wobei durch die Negativschlagzeilen auch das Bild eines Unterdrückers geweckt werden kann. Nee, also, ich ziehe die Linie nicht bei 2 Jahren, ich sag so 4, 5 Jahre. Danach Narrenfreiheit. Weil, ja, dann ist man halt echt selber schuld, wenn man gespoilert wird. So. Aber ja, selbst wenn ich auf 4, 5 Jahre beharre, Persona 4 war halt noch PS2-Zeit. So. Selbst die Niere haben Okumura im Blick. Naja, er macht bald einen Sinneswandel durch, also gibt es keinen Grund zur Sorge. Sagen wir es mal so, ne? Sein Sinn wird definitiv ein anderer sein, wenn wir ihn das nächste Mal sehen. Okay, das reicht für heute. Endlich Zeit fürs Mittagessen. Ich habe heute wirklich Lust auf Brot. Hey. Can I speak with you for a moment? Kuruskun, kann ich kurz mit dir reden? So about Dr. Also, wegen Dr. Marukis Therapie? Du warst schon mal bei ihm, oder? Tja. Was schon mal bei ihm? Habe ich? War ich? Verstehe, das ist gut. Ich bin sicher, dass du es weißt, aber Dr. Maruki wird nicht mehr lange hier sein. Ich soll sicherstellen, dass du das Therapieangebot in Anspruch genommen hast. Schau auf jeden Fall bei ihm vorbei, damit du keine unnötige Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Okay? Counseling, eh? Therapie, hm? Egal, gehen wir Mittagessen. Hier mit dem Brot. Senpai, so nice to see you. Oh, Kudo-Senpai. Schön, dich zu sehen. Und da hört man gerade, zu welcher Uhrzeit normalerweise mein Wecker geht. Den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Sagt die nymphomanische Lehrerin, die als schlüpfrige Maid moonlightet. What? Nymphomanisch? Ich weiß ja nicht. Wie läuft's? It's going wonderfully. Es geht mir voll hervorragend. Are you also about to Gehst du auch bald zum Mittag, Kuro-Senpai? If it's all right with you, wenn es für dich okay ist, könnten wir jetzt zusammen essen. Gute Idee. Oh, nice to see you two together. Oh, wie schön, euch beide zusammen zu sehen. Oh, would you like to join us for lunch, willst du dich uns beim Mittagessen anschließen? Wir haben gerade darüber gesprochen. Are you sure? Ganz sicher? Naja, warum nicht? Dann setze ich mich zu euch.
Ist das dein Mittagessen, Yoshizawa-san? Na, sie ist Sportlerin. Das sieht nicht wirklich... Ich muss so viel essen, um aktiv zu bleiben. Ich verbrenne immer so viel Energie. So wie ich das sehe, sind eure Mittagessen etwas fragwürdig. Wenn du deinen Körper stärken willst, musst du richtig essen. Daran solltest du arbeiten. Touché. Und du hast recht, dein sieht sehr nahrhaft aus. Wisst ihr, du scheinst in letzter Zeit eine ganz andere Ausstrahlung zu haben. Hallo, GA 2.0. Hab dich fast gar nicht erkannt. GA ist nicht viel, aber GA ist halt Steak-versessen. So. Wenn du einen Vergleich zu jemandem... Steak. Wenn du einen Vergleich zu jemandem ziehen willst, dann vielleicht Hanako, aber dafür hat sie nicht die Figur. Ich glaube, das war Hanako, oder? Ja. Also, von einer Portion, wobei die Portionsgröße passt auch nicht, die ist noch zu klein für Hanako. Tiefschlag. Ich meine halt nur von der Größe der Portion her, aber dafür ist halt die Portion auch noch zu klein. Du scheinst in letzter Zeit eine ganz andere Ausstrahlung zu haben. Ja, ich habe meine Probleme hinter mir gelassen und schaue in die Zukunft. Ah, daran liegt es also. Du scheinst dich auch nicht mehr zu überanstrengen. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Oh, kein Problem. Es ist schön zu hören, dass es dir gut geht. Ich muss zugeben, ich bin etwas überrascht. Gibt es einen Grund für diese Veränderung? Vor allem hat Hanako das Mystery Carry X verschlungen und hat überlebt. Das stimmt. Ja. Sehr gute Leber. Sehr, sehr gute Leber. Bin immer noch der Meinung, dass sie ist die Todesgöttin und der letzte Boss und nicht Izanami. Ha, schwierig. Naja, das habe ich Kudos-Senpai und seinen Bekannten zu verdanken. Sie haben mir einen Grund gegeben, meine Probleme zu überdenken, mich ihnen zu stellen. Stimmt das nicht, Kudos-Senpai? Stimmt, genau. Dich deinen Problemen zu stellen, hm? Du bist sehr reif geworden, Yoshizawa-san. Ich hab das sowas von hinter mir. Entschuldige, dass ich so viel rede. Konzentrieren wir uns doch aufs Essen. Danke fürs Essen. Itadakimasu. Rail wurde 2016 veröffentlicht. Ist also für Spoiler-Stream freigegeben. Wait. Royal war 2016 in Japan? Ich bin der Meinung, in Europa war es 2018. Und war es nicht in Japan ein halbes Jahr vorher? War es nicht bei uns Ende 2018 und in Japan Anfang 2018? Habe ich das so falsch im Kopf? Huh. Oh, ganz vergessen. Ich habe jetzt Sport. Ich sollte gehen. Entschuldigt mich. P5 Standard. Ja, P5 Standard. Ja. Gehe ich mit dir. P5 Standard bin ich voll dabei. Aber Royal müsste... war das 2018 oder 2019? Eins von beidem. Habe ich 2 Jahre gebraucht, bis ich angefangen habe, oder nur eins? Royal war 2019. Ja, gut. Und aber das war, glaube ich, 2018 in Japan. Oder was auch Anfang 2019 dann. Irgendwie sowas. Ich hasse
Atlus immer noch dafür, dass es keinen weltweit gleichzeitigen Release gab. Yoshizawa-san scheint wirklich mit beiden Beinen in der Realität zu stehen. Wait. Oder was? Oktober 2019? Ha, in Japan und dann bei uns 2020? Ich weiß es nicht mehr, mein Kopf. Mein Kopf macht Boom. Ich hab's nicht so mit Jahreszahlen, mit Daten und so. Furchtbar. Possible. Ja, irgendwie sowas. Postmove. Wikipedia Persona 5 Royal. Was sagt Wikipedia dazu? Okay, es war, in Japan war es 31. Oktober 2019 und dann ein halbes Jahr später, 31. März, also 5 Monate später, 31. März 2020 weltweit. Okay. So rum war's. Gut. Dann hat Royal aber definitiv noch nicht die 2 Jahre Spoilerfreiheit. So, Royal-Inhalte dürfen an sich nicht gespoilert werden. Neulich erst hat ihre Situation ihr unheimliche Qualen bereitet. Das ist wirklich eine drastische Veränderung. Vielleicht waren es ja die Phantomdiebe. Alles ist möglich. Nur ein Scherz. Die Zeit ist voll um. Du solltest auch zurück in den Unterricht gehen. Wir sehen uns. Treffen wir uns nach der Schule auf dem Dach? Auf dem Dach? Ja. Ach ja, du warst ja nicht dabei und hast scheinbar die SMS danach auch nicht mehr gelesen. Ja. Dann kannst du nach dem Unterricht aufs Dach der Schule kommen? Also unserer Schule? Ich verstehe zwar nicht, was hier los ist, aber klar. Ist Haru in der Schule? Ich gehe jetzt hin. Heute Morgen war alles etwas hektisch. Ich komme vor Unterrichtsschluss. Da fällt mir ein, dein Blumenbeet ist ja auf dem Dach. Blumenbeet? Stimmt, es ist gerade die richtige Jahreszeit. Ich setze sie vielleicht bald um. Und Blumen sind ein tolles Hobby. Ich helfe dir. Wir helfen auch mit. Echt? Danke. Okay, wir sehen uns dann nach der Schule. Du hast sie also gezüchtet, Senpai. Nenn mich einfach Haru. Bringt rote Kreidekerzen, Obsidianmesser und eine Ziege. Und am besten noch einen, so einen großen Tafelzirkel, wo wir die Kreide einspannen können. Ich weiß nicht, ob... wobei, Yusuke könnte in der Lage sein, einen Kreis freihand zu zeichnen. Yay, Cthulhu. Da bald eine neue Jahreszeit beginnt, dachte ich, ein Wechsel der Pflanzen würde dazu passen. Dieses Mal ist es eine Kreation von Yusuke Kitagawa. Ich habe nur für ästhetische Simplizität durch Farbbalance gesorgt.
Außerdem hat Haru die Blumen selbst gewählt. Es wird also auch so ein schönes Beet. Ich freue mich drauf. Warum pflanzen wir nicht Mona ein? Warst du nicht bis vor kurzem noch ein Stummhocker? Dann betreibe ich hier lieber Photosynthese. Feed me, Seymour. Gut, fangen wir an. Das Löwenmaul sollte 2 Millimeter weiter nach links. Fick dich, Yusuke. ich bin mir hier unsicher, ob ich die deutsche Übersetzung mag. Das macht doch keinen Unterschied, wie es im Englischen sagt. Hätte wahrscheinlich besser gepasst. Aber hey. Das sieht doch eh keiner. Wollen wir nicht das Schönfest für unsere Feier nutzen? Meint ihr nicht auch, dass eine weitere Feier schön wäre? Ich stimme zu. Das wäre dann ebenfalls eine Willkommensfeier. Und wir sollten auch selbst etwas organisieren. Also abgemacht, eine gemeinsame Party, um Haru zu begrüßen. Oh, das ist doch nicht nötig. Das Schulfest reicht völlig aus. Wie sollen sich die anderen darauf freuen, wenn der Star der Party keine Lust hat? Nun, wie wäre es dann mit einer abendlichen Party? In Destiny Land? Mit Destiny Land meinst du das Königreich der Träume? Die Zeit ist ein wenig knapp, aber es sollte möglich sein, den Park für den Abend zu mieten. Den gesamten Park? Du meinst das Destiny Land, oder? Wollten wir nicht unter uns bleiben? Eigentlich schon. Wartet, ich überprüfe es. Sie denkt wirklich wie ein Star. Was will sie denn bitte überprüfen? Leute, es scheint zu klappen. Wir mieten wirklich Destiny Land? Nicht nur ein Restaurant, sondern den gesamten Park? Allein ein Abend muss astronomisch teuer sein. Oh, das ist kein Problem. Wir hatten den Park eigentlich für eine Firmenfeier, für eine Firmenparty gebucht, die wegen des Skandals jetzt ausfällt. Wenn wir absagen, gäbe es kaum Geld zurück. Warum also nicht die Gelegenheit ergreifen? Aber wäre das nicht extrem auffällig? Das Ganze läuft unter dem Namen der Firma, keine Angst. Wenn das so ist, heute feiern wir doppelt so hart. Verzeiht die Unterbrechung. Ihr wolltet mir schließlich helfen. Zurück zur Sache. Ernsthaft jetzt, wie viel kostet das? Wir feiern heute Abend also in Destiny Land. Okay. That was delicious. Das war köstlich. Das Essen auf meinem Teller war drapiert wie Farbe auf einer Leinwand. Das Personal hat den Tisch und das Essen nur für uns gebracht, wie? Ich dachte, wenn wir gemeinsam essen, dann am besten mit Aussicht. Das Leben eines VIP ist super. Angemessen für eine Privatveranstaltung. Wir sind wirklich die Einzigen. Wir sind die Herrscher des Königreichs der Träume.
Ist dieses Feuerwerk nur für uns? That's right. Ganz genau. It's beautiful. Es ist wunderschön. It's not as beautiful as you. Nichts erscheint wie du. So etwas wird ein Pärchen zueinander sagen, oder? Richtig. Also nicht so schön wie du, Futaba. Bei so einem Anblick würde wohl jeder schwach werden. Lady On, this view is not as beautiful as. Lady On, diese Aussicht ist nicht so schön. Komm schon, Leute, übertreibt es nicht mit der Begeisterung. Als ob du nicht deinem inneren Kind nachgeben würdest, Ryuji. Ich trage die nur, weil Futaba mich gezwungen hat. Habe ich gar nicht? Du hast etwas gesagt. Ryuji, du bist der Erwachsene. Na schon, aber. Wow, look at you being all obedient. Wow, wie devot du bist. Wirkt sich der Charme von Destinland auf dich aus? My, this is so heartwarming. Es ist so herzerwärmend. Ich hätte auch gerne die Parade gesehen, aber da die Anfrage so plötzlich kam, gab es nicht genug Personal. Dann vielleicht beim nächsten Mal. So oder so ist diese Feier bislang der absolute Oberhammer. Mir ist fantastisch. Freut mich, dass du Spaß hast. Vorsicht, Haru. Jetzt wissen sie, was Luxus bedeutet. Die nächste Feier wird Schmerz übertreffen. Was? Die nächste Feier wird Schmerz übertreffen sein? Nicht ganz, ne? Was war der Ton? Ja, gut. Ich glaube, ich übersetze lieber den englischen Text. Ist deutlich besser. Wow. Das legt die Messlatte für die nächste Party wirklich höher. You're already talking about our next party. Findest du es nicht verfrüht, mach jetzt über die nächste Feier zu reden? Gleichwohl, wie soll ich sagen? Ich traf Mona-chan. Ich lernte euch alle kennen. Läuft nicht alles ein wenig zu perfekt? Ach du, Haru. Mach dir keine Sorgen. Es ist ein wenig beunruhigend. Ja, das mit dem zu perfekt. Denk da nicht zu viel drüber nach, weil. Nö. Du sagst nicht zu viel. Ich bin wohl bloß übervorsichtig wegen dem, was mir zugestoßen ist. Verzeiht, dass ich es erwähnte. Hey, ist es nicht gleich soweit? Die Pressekonferenz beginnt. Oh, perfektes Timing. Vater. Vielen Dank, dass so kurzfristig alle hier erschienen sind. Heute möchte ich die ganze Wahrheit über die Arbeitssituation meiner Firma darlegen. Wie meine Angestellten gezwungen wurden, unter harten Bedingungen zu schuften, bei dürftiger Hygiene. Und wie mein Unternehmen jede Facette dieses Skandals vertuschte. Dafür entschuldige ich mich von ganzem Herzen. Es wäre jetzt irgendwie lustig gewesen, wenn er bei der Verbeugung gegen eins der Mikrofone gestoßen wäre. Aber ich glaube, Japaner haben das drauf, abzuschätzen, wie weit
ein Objekt von ihnen weg ist, sodass sie sich problemlos verbeugen können, weil die verbeugen sich ja ständig. Gefühlt zumindest. Geschah das also auf Anweisung? Yes. Ja. Ich alleine bin verantwortlich. Das heißt, Dutzende Angestellte mussten aufgrund einer mysteriösen Krankheit zurücktreten. Es handelt sich um Funktionäre, die sich gegen die Expansion im Ausland aussprachen. Das gleiche stieß Führungskräften konkurrierender Firmen zu, die im Ausland expandieren wollten. Ist all dies wahr? Ja. War all dies Zufall? Wir hätten gerne Antworten. Was das angeht, ich möchte hiermit eine wichtige Information preisgeben. Jetzt kommt es. Okumura wird sagen, wer hinter den mentalen Infarkten steckt. Okumura-san? Was? Father? Vater? Why did he collapse? Warum brach er zusammen? Didn't look right at all. Das sah nicht gut aus. Sag nicht. Mona-chan, what's going on? Mona-chan, was geht hier vor? No, that's impossible. Nein. Nein, das ist unmöglich. Wir haben nichts geändert. You're right. Du hast recht. Wir haben gehandelt wie immer. We made sure we just took wir haben uns nur den Schatz geholt. Ich sollte zu Hause anrufen. Es ist nicht unsere Schuld, oder? Viermal ist nie etwas passiert, seit Kamoshida. Bleibt der Schatten am Leben, erleidet die reale Person keinen mentalen Infarkt, oder? So sollte es sein. Reicht auch wieder, sonst kriege ich für die fürs YouTube-Video noch einen Copyright-Strike. Nee, aber ich fand die Idee gut. Ich fand die Idee lustig. Ich meine, es ist auch nur ein Instrumental, aber trotzdem. Ich will keinen Copyright-Strike riskieren. So. Nur sollte es sein. Ja, it's gotta be. Ja, das muss es sein. What's wrong? Was ist los? Ich hatte halt überlegt, ob ich einfach mein Echo Dot das abspielen lasse. Dann ist mir aber eingefallen, okay, das wird vom Mikro vielleicht nicht so gut aufgenommen. So. Dem Demonetization Man.
Demonetization wäre mir egal, weil ich kann meinen Kanal aktuell nicht monetarisieren. Ja, das heißt, Demonetarisierung, ja gut. Ne? Ob ich kein Geld kriege oder jemand anders Geld kriegt, ist halt für mich kein Unterschied. Aber ein tatsächlicher Copyright-Strike wäre halt scheiße. So. Hätte ich wenig Bock drauf. Es ist genauso. Ich erinnere mich, bei meiner Mutter ist es auch passiert. So, sieht als ein mentaler Infarkt aus. Aber warum Okumura-san? Verdammt, was geht hier vor? Was ist hier nur los? Ich muss los. Ich gebe dem Personal Bescheid. Nehmt euch Zeit, bevor ihr geht. Haru! Das ist nicht unsere Schuld, oder? Das hoffe ich. Was für eine Willkommensfeier. I'll get in contact with Haru later. Ich melde mich später bei Haru. Aber fürs Erste sollten wir wohl alle nach Hause gehen. Ja, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Es ist eine Weile her. Was siehst du dir da an? Das ist... Es ist nur eine Vermutung. Aber vielleicht hat Okumuras Schoßhund ihn auf dem Gewissen. Willst du damit sagen, dass die Phantomdiebe einen mentalen Infarkt bei Okumura ausgelöst haben? Womöglich kam es zum Verwürfnis mit den Phantomdieben. Und er war kein Auftraggeber mehr. Um ihre Spuren zu verwischen, haben sie Okumura beseitigt. Ich sage es nur ungern, aber darum bin ich hier. Hast du Beweise gefunden? Nein, tatsächlich ist es möglich, dass nicht die Phantomdiebe schuld sind, sondern jemand anderes. Wie meinst du das? Du hast sie doch ebenfalls verdächtigt. Es ist doch nur eine Vermutung, aber ich kann es nicht ausschließen. Ja, als ob, der schlechteste Schauspieler ever. Definitiv. Definitiv, ey. Wir durchsuchen morgen Okumuras Residenz, sowie die des Direktors von Shujin. Wir werden Beweise finden, koste es, was es wolle. Übrigens wollte ich dich etwas fragen. Ja? Hast du meinen Laptop ausgespielt oder Dateien ohne meine Erlaubnis entnommen? Das kommt unerwartet. Es gab Hinweise auf eine Datenübertragung. Nur eine kleine Fehlermeldung. Sie ist mir gleich nach unserem Streit im letzten Monat aufgefallen. Und darum verdächtigst du mich? Bitte sei nicht albern. Du warst es also nicht? Als Detektiv schätze ich den Wert von Informationen sowie die in sie investierte Anstrengung. Ich bin stolz auf meine Profession. Gerade du müsstest doch meinen Anstand kennen, Sai-san. Anstand. Bestimmt. Anständig den Arsch sollte man dir versohlen. Und noch mehr. Akechi, die Naoto-Budget-Version. Ja. Ja. Nur, dass Akechi keine Reverse-Trap ist. Glaube ich. Also ich meine, ja, er hat etwas längere Haare, aber das zählt nicht. Ich entschuldige mich. Aber wer stahl dann meine Daten?
Ich war unachtsam. Steck ihn in dein Maid-Outfit, dann sehen wir weiter. Du hast dich auf Maid-Outfits eingeschossen, kann das sein? Sie gehören mir. Ich werde sie fangen. Und verhören. Und überhaupt. Und... ne? So. Hast du die Nachrichten gesehen? Hast du das gesehen? Er ist mitten im Interview zusammengebrochen. Das ist echt übel. Das war so gruselig. Die hätten im Video echt eine Warnung verpassen können. Angeblich ist Präsident Okumura gestorben. Was? Wow, du hast recht. Es kommt in den Nachrichten.